Neue Steuer auf die Rente geplant. Direkter Rentensteuerabzug von der Rente. Was jetzt auf Sie zukommt. Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, was soll ich sagen? Ich starte gleich mal. Ich gehe gleich mal in die Bilder rein. Und zwar hat uns das Bundesfinanzministerium mit diesem Herrn hier, Sie kennen den, das ist unser Bundesfinanzminister, ein dickes Ei ins Nest gelegt. Und zwar hat er ja im September 2023 zwei Expertenkommissionen eingesetzt. Und eine dieser Expertenkommissionen, die nennt sich bürgernahe Einkommenssteuer, die hat am 12. Juli 2024 ihren Bericht an den Bundesfinanzminister Lindner übergeben. Und dieser hat dann praktisch am 15.07.2024 was dazu gesagt. Ja, meine Damen und Herren, und jetzt schauen wir uns einfach mal an, was in der Übersicht in dem Bericht drinsteht und was jetzt sozusagen auf Sie alle zukommen sollte, wird oder soll, wenn es hier schnell geht. Und zwar, mir geht es also wirklich nur um das Thema Rentnerinnen und Rentner und die Besteuerung. Und dort wird Folgendes vorgeschlagen. Ich mache das mal noch ein bisschen größer, dass Sie es gut sehen können. Hier haben wir das für die Rentner und für die Pensionäre. Rentner will die Expertenkommission von der Steuererklärungspflicht befreien und empfiehlt unter anderem die Einführung einer Rentenabzugssteuer auf alle Renteneinkünfte. Und zwar alle Versorgungsträger, die Deutsche Rentenversicherung, Versorgungswerke, private Rentenversicherung, sollen grundsätzlich zum Einbehalt der Rentenabzugssteuer verpflichtet werden. Das ist die sogenannte Amtsveranlagung, wie wir sie ja schon bei Arbeitgebern kennen oder bei dem Einzug von Krankenversicherungsbeiträgen durch die Deutsche Rentenversicherung oder Betriebsrentenstellen. Und dadurch sollen rund 4,4 Millionen Steuererklärungsfälle aus der Veranlagungspflicht rausgenommen werden. Das heißt, der Druck auf die Finanzämter soll hier praktisch erleichtert werden oder verringert werden. Und eines soll auch vermieden werden in der Zukunft, die Kriminalisierung der Rentnerinnen und Rentner im Zusammenhang mit der nicht abgegebenen Steuererklärung. Wir haben ja viele Rentnerinnen und Rentner, die in Deutschland, obwohl sie es eigentlich müssten, keine Steuererklärung abgeben. Oft gehen sie immer noch fälschlicherweise davon aus, ich habe ja ein Leben lang gearbeitet und Steuern gezahlt, warum soll ich jetzt auf meine Rente Steuern zahlen? Ich mache da nichts. Und das böse Erwachen kommt ja dann immer, wenn das Finanzamt auf einmal ein Schreiben schickt und sagt, jetzt machen Sie bitte mal Ihre Steuererklärung, denn wir haben hier Daten vorliegen, die darauf hinweisen, dass Sie rückwirkend 4 Jahre oder auch noch länger hier Steuern zahlen müssen. Meine Damen und Herren, um das zu verhindern, um solchen Ärger zu verhindern, soll es eine direkte Rentenabzugssteuer bei der Rente geben. Das heißt also, der Auszahlbetrag, den Sie dann monatlich bekommen, der wird niedriger sein als das, was Sie jetzt bekommen. Denn jetzt wird ja aktuell von der gesetzlichen Rente nur Kranken- und Pflegebeiträge abgezogen, wenn überhaupt, aber keine Steuern. Und die Höhe der Rentenabzugssteuer soll sich dann praktisch so ermitteln, dass das Finanzamt oder die Finanzverwaltung den Rententrägern elektronisch die Höhe der Renteneinkünfte des Vorjahres übermittelt. Und dann berechnen die das und ziehen dann monatlich aufs Jahr runtergebrochen die entsprechenden Steuerbeträge ab. Ja, meine Damen und Herren, und dann sind sie sozusagen laut den Vorschlägen von der Steuererklärungspflicht befreit. Oder aber, wenn sie meinen, dass sie hier zu Unrecht veranlagt worden sind, können sie trotzdem eine Steuererklärung machen und sich das Geld dann gegebenenfalls wiederholen. Meine Damen und Herren, die Expertenkommission schlägt auch noch zur Einführung eines einzigen Pauschbetrages ab und der soll sozusagen aufgrund der Datenlage dieser Herrschaften, die ich nicht kenne, maximal nur noch 102 Euro betragen, bei der Einzelveranlagung, bei der Zusammenveranlagung dann 204 Euro. Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen, hier kommt Bewegung in die Sache. Wir hatten das ja im Frühjahr oder letztes Jahr schon mal angedeutet, dass es eventuell hier zu einer neuen Rentenbesteuerung kommen könnte. Jetzt sieht die Sache ja wirklich richtig interessant aus und ich kann nur so viel sagen, der Bundesfinanzminister
wird sich möglicherweise die Quellensteuer, die sich da für ihn eröffnet, nicht entgehen lassen. Ja? Also wenn diese Quelle der Rentenbesteuerung oder der Rentensteuer, nennen wir sie wir quasi eine neue Rentensteuer, dann direkt an der Quelle sprudelt, nämlich bei der Deutschen Rentenversicherung oder bei der Allianzversicherung oder beim Ärzteversorgungswerk Sachsen-Anhalt, dann, meine Damen und Herren, wird sich der Finanzminister die Kohle holen und dann wartet er einfach nur auf eine Reaktion von Ihnen. Entweder Sie machen dann eine Steuererklärung oder Sie machen keine. Je nachdem. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zu diesem Thema. Ja, also es sieht so aus, als ob es bald eine neue Rentenabzugssteuer geben wird. Die Expertenkommission hat die schnellstmögliche Umsetzung angemahnt und dann soll es ja hier noch weitergehen. Ich gehe mal davon aus, dass der Herr Lindner auf jeden Fall drüber nachdenkt und die ganzen Sachen dann der Bundesregierung vorlegt. Und möglicherweise gibt es ja in Kürze auch einen Gesetzesentwurf, der das umsetzt. Und wenn das kommt, meine Damen und Herren, dann haben wir eine neue Rentenabzugsbehörde, nämlich die gesetzliche Rentenversicherung. Die zieht dann ähnlich wie die Krankenversicherungsbeiträge dann auch noch die Steuern von der Rente ab und schickt das dann alles ans Finanzamt. Tja, meine Damen und Herren, so kann es gehen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.